سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إذا لازلنا في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية دويتش ليرنن الماروكو دويتش ميت أيوب، ومع سلسلة خاصة بأصحاب البكالوريا. ليكسيون تين، الدرس العاشر، تحت عنوان فرايزايت اند فيتنس، أوقات الفراغ واللياقة البدنية. ستيمن أو محاور الحصة. 1. ميني أم فراغ. 2. انترفيو. 3. إب سبورت. جود ليزن أون هورن. أوردن سي دي فولجندن 6 أوزغاب أو ساغن دي تكستن تسو. إذا هنا عندنا واحد 6 ديال الأقوال، سنقوم بوضعها بالمكان المناسب مع هاد النصوص. زوم بايسبيل دي برينك مانس غادن ام ووخن اند، دي ارد مانس جيهن ان دي لوفت، إلونا مايا دينك بلايب زو هاوز، ماكسل غريشباخ ماخت بودي بولدينك، زيلك هوف مايستر زييت غير فيلم، زينتا بورغا سبيلت فوسبال ام فيراين. Gut, die meine Umfrage. Was unsere Leser in ihrer Freizeit machen? Denn, zum Beispiel hier, unser Familienfreizeitprogramm spielt sich hauptsächlich am Wochenende ab. Von Montag bis Freitag ist unser Terminkalender randvoll. Die Kinder in der Schule werden zur Arbeit. Nachmittags sind die Kinder beim Sport, machen Hausaufgaben oder treffen sich mit Freunden. Und die Abende sind schnell vorbei. Aber am Wochenende, wenn es schön ist, sind wir oft mit dem Fahrrad unterwegs. Den Kindern macht das Spaß, denn es gibt immer eine Wirtschaft unterwegs, wo man ein Eis essen kann. Brinkmanns. Ich gehe leidenschaftlich gern ins Kino. Das hat mich auch bisher davon abgehalten, mir einen Fernseher zu kaufen. Also in meinem Stadtviertel gibt es ein paar richtig gemütliche kleine Kinos. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit einer Tüte Gummibärchen da zu sitzen und einen Film zu sehen. Wenn ich mal schlechte Laune habe, sind Liebesfilme am besten und eigentlich mag ich auch Kinderfilme. Als Erwachsene traue ich mich aber nicht allein in einen Kinderfilm. Da nehme ich immer die kleine Tochter meines Bruders mit. Vor ein paar Jahren haben uns Freunde zum Geburtstag eine Ballonfahrt geschenkt. Das hat uns so fasziniert, dass wir uns bald dazu entschlossen haben, das Ballonfahren zu unserem Hobby zu machen. Dazu haben wir uns einen Ballonfahrer-Team angeschlossen. Bei schönem Wetter sind wir fast jedes Wochenende draußen. Es ist schon ein tolles Gefühl, lautlos durch die Luft zu gleiten und zu sehen, wie die Landschaft im Zeitlupentempo unter einem vorüberzieht. Das Fitnessstudio ist mein zweites Zuhause. Fast jeden Tag gehe ich nach der Arbeit in Sport und fahren. Ich habe ein ganz bestimmtes Trainingsprogramm. Das dauert insgesamt 2 Stunden.
Man muss sich doch fit halten. Und außerdem ist es ein tolles Gefühl. Wenn man gut aussieht, man trifft auch immer wieder die gleichen Leute. Und so sitzen wir nach dem Training oft noch ein bisschen zusammen bei ein paar Energiedrinks. Wenn ich dann gegen 10:30 nach Hause komme, gehe ich gleich ins Bett und schlafe wie ein Stein. Ich mache viel Sport. Eigentlich mag ich alles, was mit Bällen zu tun hat. Schon als Kind war ich mit meinen Brüdern ständig auf dem Fußballplatz. Heute spiele ich in der Damenmannschaft bei unserem lokalen Fußballverein. In dieser Saison läuft es sehr gut und mit etwas Glück können wir es in die Landesliga schaffen. Das heißt aber auch 3 bis 4 Mal die Woche Training und jedes Wochenende Spiele. Trotzdem, es macht sehr viel Spaß. Also, wenn Sie mich fragen, ich bleibe am liebsten daheim in meiner Freizeit. In der Woche ist man doch die ganze Zeit auf Achse. Da will man doch am Abend seine Ruhe haben. Der Stress in der Arbeit reicht völlig. Da will ich abends nicht auch noch Freizeitstress haben. Am Wochenende treffe ich mich oft mit Freunden, entweder bei ihnen oder bei mir. Dann kochen wir was Schönes und unterhalten uns bis spät in die Nacht. إذا نمر الآن إلى الأسئلة المتعلقة بالنص. Zum Beispiel, auf wen trifft das zu? A. Ein gutes Aussehen gibt einem ein gutes Gefühl. Also A. ننتمي إلى ماكسل. إذا قال ماكسل. B. In der Freizeit muss man nicht immer etwas unternehmen. Das ist für Ilona. C. In der Woche haben wir lauter Termine und das ist für Brinkmanns, die ich fühle mich in den kleinen Kinos wohl und das ist Silke I. Sport im Verein bedeutet auch regelmäßiges Training und das ist Senta. Wir sehen die Welt am liebsten von oben und das ist Erdmanns. Sammeln Sie weitere Informationen zur Lieblingsbeschäftigung der Personen. Beispiel: Maxel Griechbach macht Bodybuilding. Wann, wo, warum, Besonderheiten. Zum Beispiel hier: Wann am Abend oder abends nach der Arbeit. Wo im Fitnessstudio. Warum? Gesundheit und gutes Aussehen. Besonderheiten, Fitnessstudio als zweites Zuhause. Zum Beispiel hier Brinksmann, er macht am Wochenende, wo nicht gesagt, macht Kindern Spaß unterwegs Eis essen können. Für Silke, also wann nie, kleine Kinos, warum gibt es für nichts Schöneres? Besonderheiten. Er isst gerne Gummibärchen, Liebesfilme bei schlechter Laune, traut sich nicht allein in Kinderfilme. Und zu Erdmann am Wochenende bei schönem Wetter. Wo in der Luft? Warum? Tolles Gefühl und Besonderheiten, das ist von Freunden, Ballonfahrt. Geschenkt bekommen. Und wir sind da 3 bis 4 Mal pro Woche Training. Am Wochenende Spiel. Wo Fußballverein? Warum mag alle
Wahlsportarten. Hier war schon als Kind ständig am Fußballplatz, kommt vielleicht in die Landesliga. Und letzte, das ist Elona. Abends am Wochenende daheim beim Freunden. Und warum hat in der Nacht in der Arbeit schon genug Stress? Will abends Ruhe und die kochen mit Freunden, unterhält sich bis spät in die Nacht. Gut. Was verbinden Sie Sport? Denn hier gibt es Fotos und hier gibt es zum Beispiel Wörter, damit würden Sie gern mitmachen. Also hier Jujing, Interview mit einer Sportjournalistin. Sehen Sie sich die Bilder an und ordnen Sie die Sportarten den Bildern zu. Denn hat die Schufusorge, waren die Rucola, Kalima, wie Asura. B. Wo würden Sie gern mitmachen? Zum Beispiel, das ist die Jujing. Und die als Sport, was sagen wir? Das ist Body Styling. Styling. Hier Spinning und das ist Aerobics. Gut, Sie lesen Sie die Informationen zur Fitnessbranche. Die Fitnessbranche boomt. Derzeit gibt es in Deutschland rund 600 Fitnessschulen, Fitnessclubs und ständig kommen neue dazu. Man schätzt, dass in wenigen Jahren 5 bis 6 Millionen Bundesbürger Mitglied in einem Club sein werden und dass die Branche etwa 120.000 Menschen beschäftigt. Hören Sie jetzt das Interview, bringen Sie die folgenden Themen in die richtige Reihenfolge. إذا سنقوم بالاستماع إلى النص وسنربطه كله بالحوار المناسب. Zum Beispiel Sport, Mode und Musik. Auf das richtige Training kommt es. Neues Image des Sport durch Fitnessstudios. Im Allgemeinen zu wenig Bewegung. Fitnessstudios als Freizeitgestalter. Kosten der Fitnessstudios. Denn wir hören jetzt das Text oder den Interview an. Interview mit einer Sportjournalistin. Der Fitness- und Wellnesswelle, die immer stärker im Kommen ist. Zu Gast bei uns im Studio ist Manuela Schmiedecke, freie Sportjournalistin und Autorin des Buches »Werden wir immer fitter?« Frau Schmiedecke, ist Sport wirklich so gesund? Macht er uns wirklich hart, wie Fendrich es singt? Naja, in dem Lied geht es natürlich um eine ironische Kommentierung des Leistungssports mit all den negativen Erscheinungen wie Doping und Sportinvalidität. Sport oder zumindest Bewegung ist natürlich sinnvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten von uns heutzutage in Büros sitzen und zu wenig Bewegung haben. Und diese mangelnde Bewegung holt man im Fitnessstudio nach? Genau. Sehen Sie, in den 60er und 70er Jahren hatte der Breitensport kein sehr positives Image. Das fing bei der Kleidung an und hörte bei der Sprache auf. Jazz-Gymnastik, das wirkte doch eher abschreckend im Gegensatz zu heutigen Kursen wie Body-Styling. Die Sportvereine vermittelten immer den Eindruck, dass Sport einhergeht mit Arbeit, Anstrengung, Schweiß und Muskelkater. Die Fitnesscenter verkaufen dagegen das Gefühl, das die Leute heute wollen. Sich besser fühlen, sich wohlfühlen, Spaß an der Bewegung. Wie viele Trends kommt die Fitnesswelle doch aus den USA? Denken Sie mal an die Aerobics-Welle in den 80er Jahren. Warum war Jane Fonda damit so erfolgreich? Eben weil sie den Menschen vermitteln konnte, Sport macht Spaß, Sport ist modisch, Sport ist in. Und alle können mitmachen. Die alten Trainingsanzüge können Sie in die Altkleidersammlung geben. Kaufen Sie dafür hautenge, bunte Sportbodies und schon macht's mehr Spaß, immer im Rhythmus der aktuellen Popmusik. Sie bleiben dabei nicht nur gesund, sie sehen auch super aus. Fit, schlank, gesund. Weg mit dem Bauch, weg mit der bleichen Haut. Wer ins Fitnessstudio geht, sieht einfach gut aus, sieht erfolgreich aus. Und wer erfolgreich aussieht, der ist es auch. Das war die Botschaft. Nun ist das Ganze ja nicht ganz billig. 40 bis 50 Euro pro Monat sind normal, wenn man Mitglied in einem Fitnessclub werden will. Ein teurer Spaß also? Das schreckt die meisten Leute nicht ab.
Wenn man glaubt, dass man sich etwas Gutes tun kann, ist man schon bereit, das zu bezahlen. Viele sagen sich, pro Monat einmal weniger essen gehen und schon ist der Mitgliedsbeitrag wieder drin. Überhaupt gibt man heute mehr Geld aus für Sport und Freizeit als früher. Die Skiausrüstung für den Winter, die Inline-Skater und das Mountainbike für den Sommer und für den Spaß im Wasser das Surfbrett mit Segel. All das ist heute schon fast selbstverständlich. Die feste Mitgliedschaft in den Clubs führt dann auch dazu, dass für manche das Fitnessstudio zum zweiten Zuhause wird. Von der Arbeit direkt in den Club. Dort trifft man Freunde, macht ein wenig Sport, dann Wellness, isst noch etwas. Zu Hause braucht man nur noch das Bett. Das Fitnesscenter als alleiniger Freizeitgestalter also? Der Trend geht ganz klar dahin. Die großen Studios halten die Leute mit einem umfassenden Freizeitprogramm bei der Stange. Und im Angebot sind auch immer die neuesten Trends. Statt Radeln auf dem Heimtrainer macht man dann eben Spinning. Nichts anderes im Grunde, nur mit Musik und einem Trainer, der ständig für gute Laune sorgt und die Leute motiviert. Oder Drilling, wo man durch die Halle gejagt wird und verschiedene Übungen machen muss. Früher hat man das Zirkeltraining genannt, aber zu sowas würde niemand gehen. Auf den richtigen Namen kommt's eben an. Und auch am Wochenende bieten einige Clubs ein eigenes Programm an. Ins Fitnesscenter statt in die Disco. Die Musik ist die gleiche, nur werden hier Aerobic-Partys gefeiert. Bei all dem Spaß oder Fun kommt da auch die Gesundheit zu ihrem Recht? Für die Leute ist es zunächst einmal wichtig, sich gut zu fühlen. Aber es kann auch gefährlich sein. Damit man die Übungen richtig macht, braucht man fachkundige Anleitung, die meisten Clubs auch bieten, allerdings gegen extra Bezahlung. Und diese Anleitung darf nicht einmalig sein. Man müsste in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, ob man es auch dauerhaft wirklich richtig macht. Aber das kostet, wie gesagt, Geld, was sich viele sparen. Erkrankungen, die auf ein falsches Training zurückgehen, nehmen stark zu. Wie sagte es neulich eine Sportärztin, man kann natürlich alles mitmachen, man muss nur... Gut, dann was ist Nummer 1? Das ist die im Allgemeinen zu wenig Bewegung. Und Nummer 2, neues Image des Sports durch Fitnessstudios. Und Nummer 3, das ist Sport, Mode und Musik. Nummer 4, Kosten der Fitnessstudios. Nummer 5, Fitnessstudios als Freizeitgestalter. Und letzte, auf das richtige Training kommt es an. Gut, hören Sie das Interview noch einmal. Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? إذن ستستمعون إليه مرة ثانية. تقومون بإعادة استماعه. Und Sie machen hier entweder richtig oder falsch ein Kreuz. Das ist A. Wegen des täglichen Bewegungsmangels ist regelmäßiger Sport wichtig. Das ist richtig. B. Schon in den 70er Jahren waren die Fitnessstudios sehr beliebt. Und das ist falsch. C. In den Sportvereinen war Sport sehr lange etwas Ernstes und Mühevolles. Und das ist richtig. D. Bei der Aerobics-Welle ist das Wichtigste, dass man sehr schnell Gewicht verliert. Und das ist falsch. E. Viele Menschen geben heute eine Menge Geld für Sport aus. Das ist richtig. F. In Fitnessstudios gehen vor allem junge Leute und Singles. Ist das richtig? Das ist falsch. G. Das Sportprogramm der Studios läuft den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Und das ist falsch. A. Manche Leute sehen das Studio als zweite Heimat. Und das ist richtig. I. Man bietet den Besuchern der Studios auch an den Wochenenden ein Freizeitprogramm. Und das ist richtig. Und letzte. Man muss die Übungen richtig machen. Und das ist auch richtig. Gut, hier setzen Sie die passende Präposition. Zum Beispiel hier. A. Thomas und Piggy kennen sich in 2 Jahren. Das heißt, seit 2 Jahren. B.
Sie haben sich einen Training in Italien kennengelernt und das ist bei C. Peggy besuchte ihre Schwimmkarriere eine Jugendsportschule und das ist vor ihrer Schwimmkarriere. Der Wettkampfsaison sehen sich die beiden nur sehr selten. Und das ist während, ne? Plus Genitiv. E. Piggy will schwimmen immer schneller sein als Thomas. Und das ist beim F. Einer schweren Niederlage gewann Piggy alle Kettkämpfe. Und das ist nach. Die in Südamerika sind Langstrecken wie Schwimmen, Hunderttausende am Ufer und das ist beim. Und letzte, die beiden Sportler können nur der Wettkampfpausen gemeinsam trainieren und das ist während. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich und viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.